Herzlich willkommen zu Child of Light. Wir sind beim letzten Mal im 9. Kapitel angekommen und haben eine Verwandlung vollzogen mit Aurora bzw. unter ihre Stiefschwester besiegt. Und wir gehen jetzt mal weiter. Wir wiederholen jetzt hier nicht die Kämpfe, die hier noch zur Auswahl stehen. Natürlich, wenn ich das Spiel beende und neu starte, sind die Gegner wieder da, die wir vorher ja eigentlich schon besiegt hatten. Mittlerweile auch ganz andere Musik. Weil unsere Gegner auch nicht besonders anfällig für Zauber sind. Physische Angriffe. Doch gegen Magie nichts entgegenzusetzen haben. Das finde ich nicht fair. Perfekt. Dauern länger, die Gegner werden schwerer. Und ich zieh noch mal vorbei. Und ich treffe alle in der Vorbereitung, mal gucken, wie sie zu Wasser stehen. Aufnahme ist ein bisschen her, ich weiß gar nicht mehr, welche Teile dieses Gebiets wir uns schon angeschaut haben. Auf jeden Fall hier unten das noch nicht. Die Aurora ist gewachsen. Man wächst ja an seinen Aufgaben, sagt man. Mache ich nur Blitzschlag auf einen, das war falsch. Aber wenigstens auf den richtigen. Wundern, wenn wir da noch zum Angriff kommen. Doch, tatsächlich. Na, schade. Sammelkraft, das wird ihm nicht helfen. Uiuiui. Was? Dann auch noch ein kritischer Treffer, na, das läuft ja wieder hier.
wollen ja weiterhin zu unserer bösen Stiefmutter finden. Oder beziehungsweise unseren kranken Vater besuchen. Der ja sterbenskrank im Bett liegen soll. Keiner, der gegen Magie nicht anfällig ist, perfekt. Da kann Finn ja gleich durchziehen. Auch mal so eine Kraft sammelnde Runde machen. Lebt denn der immer noch? Level abgeben. Man sieht, Finn bekommt immer noch ein paar Erfahrungspunkte mehr. Wo haben sich nur alle verborgen? Verwandelt in Vögel, ich mache mir Sorgen. Oh, vielleicht kann man sich das alles billig besorgen. Ein Feuer. Wer hat's entflammt inmitten der Gemäuer? Oh, hallo Mädchen. Wie lautet dein Name? Vorsicht, ihr weckt den Unhold. Hinter deinem Rücken, ist das ein Spiel, kleine Dame? Ich gehe nur, Feva. Komm her, du bist noch zu klein. Nein, ich gehe hinein. Sie hört wieder nicht zu. Wie eh und je. Erst Rust, mich nennt man Gehen. Ich bin Aurora. Tut der Unhold euch weh? Weh, das ganze Dorf schleppte er fort. Der Unhold bewacht die Höhlen inmitten der See. Immer wenn er hungrig ist, kommt er in unser Dorf. Oh je. Oh je. Vor dem Kind mag ich nichts sagen. Tief hinab in des Meeres Krater zog er meine Mutter und auch Vater. Doch atmen sie unter Wasser ohne Mühe. Wir sind Zauberer mit Rabe und Kater. Genoveva und ich blieben als einzige übrig. Aurora, bringst du zurück Papa und Mama? Das werde ich, Kind, sei ohne Sorge. Jetzt bin ich glücklich, hurra! Mich reizen all diese Häuser mitsamt ihrem Keller. Ich böte deinen Eltern dafür ein paar Heller. Okay, also werden wir jetzt mal die Eltern retten. Stärke Sternenstaub. Das klingt doch nach etwas für Robella. Das für ein Raum, den kann man gar nicht erreichen, wenn man im Haus wohnt, weil die kommen ja gar nicht hier hoch. Das ist ziemlich komisch. Darf ich deine Flügel berühren? Dann werde ich sicher einen Schauder verspüren. Werdet ihr auch gut aufpassen. Sicher, ihr könnt euch darauf verlassen.
wieder was zu tun ist. Schauen wir uns nochmal weiter um. Hier eigentlich auch reingehen. Ach, hier war ich ja drin, hier habe ich gegen das Wildschwein gerade gekämpft. Oh Mann, Klaus, machst du wieder Blödsinn hier? Hier oben auch rein. Zwei Kisten auf einmal. Wieder der Gegner, der Wasser nicht ausstehen kann. Dass ich wieder sagen kann, ich muss durch den Monsun hinter das Meer. Ich würde jetzt mal sagen, da ich wenig trainiert habe, aber auch keine Kämpfe außen sind wir wahrscheinlich so. Level 40, was wir jetzt haben, ist wahrscheinlich so das, was wir haben sollten. Nicht zu viel. Natürlich nicht zu wenig. Jetzt hat er dann nicht den Zauberer unterbrochen. Backe, du. Ah, scheiße. Aber jetzt trifft wieder den richtigen. Der mag wohl Feuer nicht. Aber das lag daran, dass halt die Einzelzauber sind, die mehr Schaden auf den Einzelnen machen. Kein Split-Damage. Dir denn bei? Hab ich nicht Monsun erst aufgewertet? Pilz 10. Zauberkraft 29. Ist das dann stärker als Blitz eigentlich oder war das auch schon? Zauberkraft 34. Also einer anvisierten Kreatur. Ah, okay. Monsun mal noch weiter verbessern. Unsere Feuermagie, die derzeit noch ein bisschen hinterherhinkt. Gleich mal unseren neuen Monsun testen. Hier würde mich schon mal so ein Guide interessieren, wo man sieht, wie die Schaden sich berechnen, die man austeilt. Ja, ich glaube vorher 180 so ein Normalfall bei Monsun auf beiden, jetzt 220. Ist schon nur ganz okay. Jawohl. Reicht auf jeden Fall beide mit zwei Zaubern zu besiegen. Plus den bisschen Überrumpelungsschaden, den wir mal so nebenbei so mitnehmen. Also wahrscheinlich wäre hier Aurora in den Kämpfen gegen diese Wildschweine auch nicht gerade schlecht aufgehoben. Ganz einfach, die Tochter einer Königin, Ignoculus. Oh. Warum lässt du mich hier in der Luft? Rechts zum Zündelmeer. Ich dachte, ich hätte ihn gefunden, den Weg heim. Links zum vergessenen Turm. Oh. Ich hatte Angst. Manchmal wächst man ganz auf sich allein gestellt, allein auf.
Oh je, neuer Gegnertyp und zwei von denen, die gegen Magie nicht besonders anfällig sind. Okay, der holt mich nicht ein, das ist gut. Und der holt mich ein. Greift zum Glück den richtigen an. Nicht gegen physisch, nicht mit Magie gut zu treffen. Ich glaube, die Probe wird ein bisschen schwieriger. Dafür hängt der hier schon durch. Macht Feierabend. Die Aufnahmezeit. Okay. Critical Hit, perfekt. Mach ich lieber die Einzelangriffe, wenn ich sie dadurch gar nicht zum Schaden kommen lasse. Ist ja auch okay. Ich weiß nicht, was der da vorbereitet. Oh, er ist ernsthaft. Achso, der sammelt Kraft, deswegen braucht er so lange. Ich weiß nicht, ob das diese Grotte ist, wo uns der Gegner erwartet. Was steht hier? Ist das ein Schrein oder dergleichen? Vielleicht dient er einst als eine Art Zeichen. Gehen wir erstmal hier rein, bevor wir das vergessen. Und da war es, das muss richtig sein. Zeitschalter, den werden wir gerne nochmal betätigen. Ich will mich erstmal umschauen. Oder hätte mich wohl dadurch geboostet. Ist der Gegner? Nö. Aufgelevelt, dann mach nochmal. Ist das für ein Sternstopp? Magie, Resistenz. Ja, das geben wir denen, die meiste Zeit kämpfen, also Finn und Rubella. Was auch immer dieser Schalter gerade bewirkt hat, wir hatten auf jeden Fall eine Menge Zeit. Gucken, wo ich jetzt rauskomme. Wahrscheinlich bei der einen Tür. Nein. Gut. Nice to know. Wissen wir jetzt, dass wir in der Theorie genug Zeit haben? Schalter läuft weiter. Ist hier noch nach unten oder? Nee. Den Weg zum Eingang geöffnet. Wo geht's jetzt hier weiter?
Oder war das nur was Optionales? Also hier geht es scheinbar erstmal nicht mehr weiter. Vielleicht nur so eine kleine Stelle, um Schätze zu sammeln. Ob wir noch ein paar Quests offen haben, Inventar. Achilles Odyssey und Sindels Geheimnis. Okay. Irgendwelchen Goldspuren sollen wir da folgen? Ich habe bisher noch keine gesehen. Wo bist du denn her? Ich bin noch mitten in der Luft. Knochenkrieger, da kannst du dich gar nicht geben. Knochen gerastelt. Die Knogger hier und Fragotte, Knochenkeule und Knochenmerang. Sternenlicht für alle. Was gibt's hier? Lichtstrahl. Mach das mal. Wenn ich mit meinen Fähigkeiten zufrieden bin, bin ich also einer, der sich... Ach, hier sind diese, wahrscheinlich diese Signale. Bin ich ja einer, der sich jetzt nicht unbedingt nach vier Fähigkeiten richtet, sondern eher nach Statusboni. Links zum Piskianerdorf. Es sind mehrere Eingänge. Machen wir erstmal. Machen wir diesen einen Gegner, der hier unten noch stand. Kämpfer. Da ist, finde ich, der Richtige, aber wir schaffen es trotzdem auch mit den beiden. Anderen Angriffen wäre der wahrscheinlich nicht drauf gegangen. Ob er dazu nochmal kommen werde, ist eine interessante Frage. Ich glaube, der hintere ist tot. Oder beide, perfekt. Fall nach unten. Gibt es noch einen Eingang im Tiefgeschoss? Tatsächlich. Seht nur diese leuchtenden Zweige.
Zahlen, Nicolas, Zahlen nach lateinischer Art. Wozu sind sie gut? Naja, wenn was mal lateinischer Art. Damit wird die Vergangenheit bewahrt. Okay. Ob ich da jede Zahl vor so ein gewisses Zeichen bringen muss? Warten wir es mal ab. Vielleicht müssen wir ja jetzt ja rechnen. Noch mehr Eingänge? Dich gibt's noch. Ich kann ja noch mitnehmen hier. Oh, der Kampf wird schwieriger. In der Vorbereitungszeit noch nicht kurz blenden sollen. Genau, gib dem Rüstung, der schon fast tot ist. So, da ist Monsun nicht mehr nötig eigentlich, aber ist egal. Erstaunlich schnell. Ah, jetzt komme ich auf die andere Seite. In die Aufnahmezeit. Die Aufnahmezeit sagt, wir werden uns wahrscheinlich jetzt alles, was hier draußen noch so gibt, mitsamt Gegnern anschauen. Beim nächsten Mal gucken wir uns dann Rätsel im Inneren dieses Gebietes an. Da waren ja noch zwei oder drei Gegner, die ich gesehen habe, die tiefer standen. Ich denke mal, das mit den Zahlen würde wahrscheinlich dieses goldene Rätsel sein, von dem die Rede war in dem einen Questauftrag. Moment nochmal den rausgeholt und gewonnen. Er war hier noch gewesen. Wir eine vielleicht längere Truppe. Vielleicht aber auch nicht. Jetzt vielleicht. Jetzt werde ich es mal nicht blenden, sonst werde ich mich wieder ärgern, dass alle kurz vor der Vorbereitung treffe und nicht in der Vorbereitung. Jetzt habe ich zu lange gewartet. Und Glück gehabt. Der Fisch ist weg, hat umsonst seinen Zunder gemacht. Ich weiß gar nicht, wie Nicolas jetzt weniger heilen würde, wenn er gegen, wenn er bei einem, der drei Level schwächer ist, leuchten würde. Und ob das einfach nur von Nicolas, vielleicht hat er auch so ein Level, was man nicht sieht, was heimlich mitgelevelt wird. Ich
weiß ja nicht, wie lang die letzten Kapitel sind, ob das hier so ein bisschen wie Final Fantasy 13 ist, das 11. Kapitel auf einmal fast so lang ist wie das restliche Spiel. Dann würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass wir schon am Ende des Spiels sind. Wir sind doch, ich weiß nicht, Mitte von Kapitel 9 wahrscheinlich. Gab es hier oben noch irgendeinen Hinweis? Mal, wenn wir die nach unten schubsen, wir können ja nicht viel falsch machen, weil ich keine Möglichkeit sehe, das wieder rückgängig zu machen, wenn wir die nach unten geworfen haben. Kann ich die denn runterwerfen? So bekomme ich die natürlich hier rein. Ich weiß nicht, ob ich die da unten vor diese Tafel bringen muss. Denn ich meine, hier ist ja die 5. Und da steht ja die 5. Zahlen abgebildet waren. Hier leuchten. Gut, hier leuchten 8. Die natürlich wahrscheinlich keine Bedeutung haben. Was haben wir denn noch für Zahlen? Da ist die 8. Ne, die 8, die 13. Aber irgendwie gar nicht zugänglich von der Seite. Gar nicht zugänglich. So, da komme ich vom mittleren Bereich aus rein. Ich verbaue mir hier nicht, indem ich ihn nach unten schubse. Sind sie irgendwie weg? Irgendwie ist das Ding nicht mehr da. Ah, okay. Jetzt hatte ich kurz Bammel. Ich meine, wir haben natürlich 5, 8 und 13. Wir wissen, 5 plus 8 ist 13. Ah, okay. Und wo ist die 13? Da oben. Mache die Tür mit Verlaub, oh ne, und ich schleudere dich in den Staub. Rück sie raus, die Bewohner, bist du taub? Die biskianischen Gnome bekommst du nicht wieder. Ich fahre sie auf und ich trample dich nieder. Okay. Ich dachte, jetzt gibt es eine Belohnung. Dafür gibt es einen Bosskampf. Den Grün haben wir, glaube ich, schon mal gekämpft. Und mit dem fangen wir in der nächsten Folge an. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.